Hallo Leute und herzlich willkommen zur Filmkritik von Dr. Strange. Zeigen Sie es mir. Bevor es zur Kritik geht, ganz kurz, um was geht's in dem Film? Es geht natürlich um Dr. Stephen Strange, der Neurochirurg, der wirklich unfassbar begabt ist. Also einer der besten auf der ganzen Welt und er liebt seinen Job. Aber eines Tages erleidet er einen tragischen Autounfall und seine Hände sind danach einfach komplett kaputt. Also er zittert irgendwie, er kann den Job nicht mehr ausüben und der Job war für ihn eigentlich so ein bisschen der Sinn des Lebens. Er ist komplett verzweifelt, reist durch die ganze Welt, trifft dann auf die Älteste. Und was dann passiert? Das seht ihr dann im Kino. Okay Leute, fangen wir immer mit dem Positiven an. Benedict Cumberbatch. Ich glaube, keiner hat es anders erwartet, aber er macht einen sehr guten Job. Er ist der perfekte Doctor Strange, finde ich. Auch vom Look her. Manche sagen, er sieht nicht so aus. Ich finde, er sieht genauso aus. Und er spielt die Rolle auch sehr, sehr gut. Ich meine, Doctor Strange ist sowieso nicht jetzt der klassische Superheld, der einfach schwach ist, dann irgendwelche Kräfte bekommt und stark ist, sondern er ist erst ein Arsch, arrogant und so weiter. Man mag ihn anfangs nicht. Aber er wandelt sich so im Laufe des Films und diese Charakterentwicklung, die ist interessant, macht Spaß und Benedict Cumberbatch bringt das sehr gut rüber. Wer mir auch noch sehr gut gefallen hat, ist Tilda Swinton. Da gab es am Anfang ganz viel Hate, Whitewashing und so weiter, aber ganz ehrlich, war mir im Film dann relativ egal, weil ich finde das Design vom Ancient One in den Comics jetzt nicht überragend. Ich mag auch ihr Design jetzt nicht extrem, also vom Aussehen her ist das, naja, aber wie sie das spielt, ist das Wichtigste und das macht sie super. Tilda Swinton und Benedict Cumberbatch haben einfach die besten Szenen in dem Film und zwar nicht nur gute Dialoge, sondern auch gute Action-Szenen, aber dazu kommen wir gleich. Es gibt in dem Film noch zwei andere große Schauspieler und zwar einmal Rachel McAdams. Sie spielt die Freundin von Doctor Strange und zwar ist das Christine Palmer. Und dann haben wir noch Chiwetel Ejiofor, er spielt Mordo. Beide Schauspieler haben echt wenig zu tun. Also die Rollen sind auch nicht wirklich gut geschrieben. Die haben hier und da ganz gute Szenen, aber Rachel McAdams Charakter ist einfach nur das Love Interest. Und sie hilft Dr. Strange immer und sie ist so nett und sie ist die Beste. Und dann haben wir Mordo und er ist da. Mordo ist einfach nur da. Er hat eine coole Szene in dem Film, eine sehr coole Szene, aber die kann ich nicht spoilern. War einer der besten Szenen im ganzen Film eigentlich, fand ich zumindest. Aber hat auch ziemlich wirklich viel rausgeholt. Also er hatte einfach zu wenig zu tun. Das allergrößte Highlight an dem Film waren für mich aber die visuellen Effekte. Also diese ganze Magie, wie die visualisiert wurde. Dieser, auch der allererste Trip von Doctor Strange, wenn man das so sagen kann. Den man auch im Trailer sieht, wie die Älteste ihm hier irgendwie die Hand so auf die Stirn hält und ihn dann so nach hinten katapultiert. Das sieht unfassbar aus und ich bin wirklich im Kino immer einer, der mucksmäuschenstill ist. Ich sag gar nichts, ich hasse Leute, die im Kino reden, aber als die Szene losging, habe ich wirklich zu meinem Cousin gesagt, Alter, das ist verdammt geil, das sieht unfassbar aus. Also die ganze Magie, dieser Zauber, wie das dargestellt wurde, ist richtig gut und da sieht man wirklich, dass Marvel Kohle ohne Ende hat. Ich meine, diese Action-Szene ist einfach nichts echt und diese ganzen Gebäude, alles was ihr da seht, muss natürlich am PC erstellt werden. Es ist ein Aufwand, also dass das hier alles so zusammenklappt und aufklappt und dann dreht sich das riesige Hochhaus und so weiter. Unfassbar aufwendig, sehr, sehr beeindruckend, das 3D hat auch echt funktioniert. Also das ist eigentlich der Grund, warum man den Film wirklich im Kino sehen sollte. Aber Leute, egal wie krass die visuellen Effekte sind, irgendwann im Laufe des Films kommt es dann doch auf die Story an. Und die Story von Doctor Strange ist einfach nicht gut. Ich meine, versteht mich nicht falsch, Leute, das ist jetzt keine Scheiß-Story und das ist auch keine riesige Katastrophe, so dass man sich das gar nicht anschauen kann, aber es ist Standard. Es ist einfach genau wie Iron Man 1 und es ist fast genau dasselbe und das nervt einfach, weil ich jeden einzelnen Marvel-Film gesehen habe und am Anfang ist das alles cool, aber wenn man das halt schon 2, 3, 4 Mal gesehen hat, dann muss was Neues her, dann muss man das halt anders erzählen, so wie zum Beispiel Deadpool. Ich meine, Deadpool hat jetzt auch nicht die krasse Story, aber es ist eine Origin-Story, die anders erzählt wird und das hätte dem Film, das hätte vollkommen gereicht. Es ist klar, dass das hier ein Heldenfilm ist und man erstmal dafür sorgen muss, dass alle Leute Doctor Strange kennenlernen und verstehen, warum er so ist, wie er ist und einfach, weil ich meine, da wird der Teil 2 wahrscheinlich kommen und da wird er irgendwann mal in Avengers sein und es ist wichtig, dass Doctor Strange erstmal perfekt dargestellt wird, aber dann kann man das trotzdem irgendwie anders erzählen, finde ich. Es war vor allem gegen Ende hin einfach langweilig, weil diese ganzen Effekte, die kamen dann immer wieder und am Anfang war das eben noch beeindruckend und irgendwann geht der Effekt so weg und dann kommt die Story und dann
denkt man sich, das kenne ich doch irgendwoher, das habe ich doch schon mal gesehen. Und das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Und kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu den Schauspielern, denn Mads Mikkelsen ist ja auch dabei. Und ich habe den nicht vergessen, ich habe den jetzt extra für den Part hier aufbewahrt. Erste Schurke in dem Film. Er ist auch eigentlich ein großartiger Schauspieler, aber seine Rolle ist... Es ist auch hier wieder. Es ist einfach nummersicher. Er ist von Anfang an böse. Es ist klar, dass er der Böse ist und er kann irgendwas super Cooles und er ist viel stärker und dann wird Dr. Strange stärker und dann battlen sie und das ist, das habe ich auch schon ganz oft gesehen. Er erinnert mich ein bisschen an Ronan, so, also er hat ja auch so ein bisschen lila und so weiter. Jetzt nicht nur vom Aussehen her, sondern einfach von der Motivation auch. Das ist einfach uninteressant und ja, nein. Klar kann man jetzt wieder sagen, es ist ein Heldenfilm und es geht nur um Dr. Strange und der Schurke ist nicht so wichtig und so weiter, aber ein Held kann meiner Meinung nach nur so gut sein wie sein Schurke, wie sein Gegenpart. Bestes Beispiel ist The Dark Knight, wo einfach beide genial sind und die haben einfach dafür gesorgt, dass der ganze Film spannend ist, weil dieses Duell so spannend ist. Hier ist das Duell nicht spannend, weil der einzige interessante Charakter ist Dr. Strange und der Schurke, dessen Namen ich nicht mal mehr weiß, der ist langweilig und dann ist da auch keine Spannung und ja, das ist einfach ärgerlich, es ist einfach ärgerlich. Zwei Sachen will ich noch ganz kurz ansprechen, der Humor in dem Film ist sehr angenehm, muss ich sagen. Also ich bin da echt mittlerweile mega sensibel, also vor allem bei Marvel-Filmen, wenn da, und das haben die schon ein paar Mal gemacht, wenn da in einer ernsten Szene ein One-Liner oder ein Witz fällt, da gehen bei mir so die Aggressionen hoch, das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil das zerstört die ganzen Emotionen. Aber das war in dem Film nicht so. Das war sehr angenehm. Nicht so angenehm fand ich aber, und das ist wirklich der letzte Kritikpunkt, Leute, glaubt mir, der Film ist nicht schlecht, geht ins Kino. Aber was ich nicht so angenehm fand, was ich einfach nicht so gut fand, war die Filmmusik, weil die sehr generisch ist und auch nie richtig gut eingesetzt wird. Also das war nie so, dass das so richtig Bäm war und so richtig lauter, geiler Score und das alles richtig episch ist. Das war irgendwie nie der Fall. Bisschen schade, hätte man mehr draus machen können. Also Leute, kommen wir zur Bewertung. Doctor Strange ist wirklich kein schlechter Film, auch wenn die Kritik jetzt sehr, sehr hart war. Es liegt einfach daran, dass ich jeden einzelnen Marvel-Film gesehen habe und das sogar mehrmals. Und dann will man halt einfach frischere, neuere, bessere Stories und ich werde da ganz genau drauf achten, Marvel, wenn ihr zuschaut. Der nächste Film braucht einen guten, bösartigen, interessanten, geilen Schurken. Das kann nicht so schwer sein. Ich will einen starken Schurken im nächsten Marvel-Film. Bitte. Und ich will nicht nur auf Thanos warten. Ich will davor auch einen geilen Schurken. Bitte. Auf jeden Fall. Was an dem Film einfach geil ist, ist halt Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, die visuellen Effekte und einfach Doctor Strange. Der ist einfach cool. Cooler Charakter. Nicht so gut eben, wie gesagt, Story, Bösewicht und so weiter. Aber trotzdem gebe ich dem Film ein sehr gut gemeintes B-, weil er ist echt gut. Kann man sich anschauen und sollte man im Kino, glaube ich, nicht verpassen. Vor allem als Comic-Fan. Und das war's auch schon wieder, Leute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht zu böse. Ich musste die Sachen einfach kritisieren. Es musste sein. Aber wenn ihr andere Meinung habt, gerne in die Kommentare. Haut das in die Kommentare, ohne Spoiler natürlich. Aber da können wir gerne drüber diskutieren. Und da bin ich auch gespannt, wie ihr den Film so seht, wie ihr die Sachen beurteilt, die ich kritisiert habe und so weiter. Und ansonsten war's das. Hier sind ein paar Videos. Hier könnt ihr euch abonnieren. Nächste Woche kommt das Rebirth-Video, glaube ich. Und ansonsten haut rein. Bis dahin, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, viel Spaß im Kino. Bis dahin und ciao.